Jo, man findet neue Sachen. Also im Patentamt, hier Gebrauchsmusterschrift, und da ist das Schleuder ohne Handslaps. Das klingt doch mal interessant, das probieren wir mal. Jo, ist doch immer wieder schön, wenn man mal so durch die Gegend guckt. Gibt die Partes nicht, also deutsches Patentamt, kann man immer mal wieder reingucken. Ist mal immer wieder ganz lustig, blendet man da ein, da ist Platz. Da ist einer, der hat gesagt gehabt, also wir kennen ja dieses Problem, um vorne das nochmal zu erklären. Ihr schleudert, das Band schlägt rum und klatscht euch voll auf die Finger. Ist ein bisschen unangenehm, ist ein bisschen doof, gibt es eigentlich schon eine wahnsinnig lange alte Lösung. Er hatte allerdings was anderes und hat gemeint, wenn wir hingehen und machen die Gabel zu dem Schützen, dann würde das nicht auf die Finger knallen. Gibt es noch Gradangaben und sonstiges hin und her? Ich habe mir jetzt einfach einen relativ steilen Grad von denen da rausgenommen. Das waren gut 20 Grad. Da müsste es ja dann extremer funktionieren. Die Dinge, ihr habt es gesehen gehabt, Test ist schon gemacht, das ist jetzt das Vorvideo. Wird da festgeschraubt, sonstiges, wird nach da hinten gezogen. Ich zeige euch dann nochmal. Da gucken wir mal. Also es ist kein Patent, es ist ein Gebrauchsmusterschutz. Aber da gucken wir uns ja mal, ob das wirklich etwas dran sein kann zwischen schräg nach hinten und die gerade Version. Seid gespannt. Jo, das sind die Videos, die ich am Vorabend schon mal gemacht habe. Ihr seht, mit dem Flimmern ist nicht so toll. Also wenn ich mir, da jetzt das gerade, wenn ich mir das so angucke, könntest du dich rasieren. Da ist das Schräge. Es scheint doch gar nicht so schlecht zu sein. Also heute nochmal bei richtig Sonnenschein neue Tests gemacht. Jo, was macht der Babsack da jetzt? Also, das ist mein Versuchsaufbau, den ich da hatte. Die Schleuder vorne festgeschraubt, dass es da immer gleich ist, das mit Flippen oder sowas wie ich. Den Spiegel, um Sonnenlicht umzulenken, dass es da vorne beleuchtet ist. Dass man möglichst gute Highspeed-Aufnahmen, soweit ich das mit meinem Handy da Highspeed machen kann, ausführen kann. Eingespannt, bis hinten zu dem Teil immer wieder gezogen, möglichst alles immer gleiches. Ja, und dann musste die Kamera das halt bloß noch registrieren und dass wir da eine Auswertung haben. Nochmal ein bisschen zum genauer angucken. Also, da haben wir die Kamera aufgenommen, mit dem Spiegel da umgelenkt. Jo, und dann kamen diese Sachen da raus. Was ich da im Hintergrund habe, ist ein Zeichen für mich, das ist die gerade Schleuder, die Vergleichsschleuder. Dass man da einen Handslip sieht. Und hier, der Handschuh, der aufgeblasene da, der zeigt halt auch schon an, dass das auf die Finger vorne ging. Also mit Handslap, Kamerawinkel mal ein bisschen geändert, dass man es da besser sieht. Jetzt kommen ein paar von diesen Videos. Sind eigentlich mehr oder weniger alle gleich. Also zum Teil, ich erzähle es nochmal, habe ich es gerade halten, zum Teil habe ich es mit dem Handbogen oben gemacht, also über den Daumen flippen lassen. Dass es eine Kurve fliegt, erzähle ich aber gleich nochmal. Wiederhole mich dann. Sorry. Also man sieht, oder ich sehe zumindest da, gegenüber dem gelben Band vorher scheinen die jetzt alle doch irgendwie gegen die Hand zu schlagen. Also Gebrauchsmusterschutz. Ich habe mit Holger telefoniert mittlerweile. Das Video habe ich vorher gedreht gehabt. Jetzt beim Nachvertonen, Nachbearbeiten. Also ich habe es zwischendrin mit ihm telefoniert gehabt. Hin und her längere Zeit, wenn man es kommerziell machen will. Also ich habe das okay, dass ich das kommerziell betreiben könnte. Ihr dann bestimmt auch. Ja, scheint aber halt leider wohl doch nicht so ideal zu funktionieren. Die Schleudern, warum die Schleudern? Ja, Hier, Versuch habt ihr jetzt gesehen kann ich gehabt. Hinten noch mal machen. Mit der, ich hatte es gestern mit dem dünneren Band. Ist jetzt ein dickeres, frag mich nicht nach Stärke. Ist irgendein Restband. Eigentlich auch eine LB-Pouch, Liquid Bullet Pouch, also eine relativ leichte Pouch. Ich hatte hier wahrscheinlich sogar, ich habe es nicht gemessen, eine schwerere. Die müsste von GCK mal gewesen sein. Drauf. Jo, man sieht, das Ding ist gebogen, eindeutig. Und das andere Ding halt nicht. Das andere Ding ist gerade, also gerade gehalten. Und bei dem hier geht es dann, so wie es im Gebrauchsmusterschutz genannt ist, Richtung den Schützen. Ich habe jetzt eine Schraube drin, das ist doof anzufassen. Also
den gerade. Tja, ich habe erst gedacht bei dem gelben, ja, es hat was, aber war dunkel, konnte es nicht richtig machen. Jetzt mit dem anderen Band nicht ganz so sehr. Ja, klar, ich habe zum Teil, weil wir gucken wollten, ob es an der Schleuder liegt oder sowas, zum Teil gerade gelöst, zum Teil aber auch gehalten und bin dann bloß mit dem Zeigefinger weggegangen, dass er über den Daumen schnippt, also da schon eine Drehbewegung nach oben bekommt, das Band. Ich tausche jetzt nochmal der Vollständigkeit halber. Und dann war's das. Grüße. So, hier nochmal, ohne dem Schrägen nach hinten, Handslap mehr oder weniger genauso. Also, er hat hier den Gebrauchsmusterschutz eingereicht gehabt, wurde auch erteilt dann am 22.08.24. Sonstiges könnt ihr da lesen. Also für Schleudern ohne Handslaps hat sich bei mir, ich weiß nicht, oder ob es an mir lag, ob ich da irgendetwas falsch gemacht habe. Hätte anders machen müssen, anders sollen. Könnt ihr selber mal ausprobieren, versuchen. Also steht da auch der Winkel, sonstiges. Ich habe die jetzt aus Polymorph, ich wollte Bilder nochmal raussuchen, da Winkel 8 bis 25 Grad zum Schützen. Ich hatte gut 20. Mit Polymorph gemacht gehabt, weil ich es da halt einfach, solange es noch ein bisschen weich ist, biegen kann, sonstiges. Aber ich würde sagen, geht lieber raus, geht in der Natur und macht was. Grüße!